Immobilienservice Volkert Enkel und Partner. Sie sprechen mit Frau Zintel? Hallo, hier Partyservice Burkhardt. Wir hatten heute Vormittag bereits gesprochen. Wegen des Buffets, ja klar. Es geht um den Kostenvoranschlag. Richtig. Das Buffet wird ca. 600 Euro, der Sekt in etwa 300 Euro kosten. Oh, 300 Euro für den Sekt? Das ist aber recht teuer. Nein, das geht nicht. Wir brauchen ja auch noch andere Getränke. Wasser, Saft, Bier. Können Sie einen Preisnachlass geben? Tut mir leid, nein. Wir haben alles sehr eng berechnet. Das hatte ich mir schon gedacht. Können Sie ein anderes, preiswerteres Angebot machen? Wir hätten einen preisgünstigeren, trockenen Prosecco im Angebot. Den bekommen Sie für 170 Euro und der schmeckt fantastisch, glauben Sie mir. Ja, dann nehme ich den. Geben Sie einen Preisnachlass auf das Buffet, wenn ich bei Ihnen die anderen Getränke bestelle? Das kommt natürlich ganz darauf an, wie viele Getränke Sie bestellen und ob Sie auch unseren Kellnerservice nutzen wollen. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Richtig. Also eine Getränkeliste schicke ich Ihnen per Mail. Außerdem brauche ich 3 Kellner. Und bitte Fachpersonal, keine Anfänger oder Studenten. Ja, selbstverständlich. Ich schaue mir Ihre Getränkeliste an und kann dann wahrscheinlich 2% auf die Gesamtkosten geben. Sehr schön, vielen Dank. Bis wann kann ich mit der Lieferung rechnen? Also, Sie hören nochmals von uns in den kommenden 2 Tagen. Normalerweise würden wir aber 2 Stunden vor Beginn der Feier das Essen liefern und unser Personal kümmert sich dann um alles. Gut. Wird die Zeit wirklich reichen? Kein Problem, glauben Sie mir. Schön. Dann schicken Sie mir bitte den Kostenvoranschlag per Mail. Herr Doktor, ich bin nicht gesund. So? Wo fehlt's denn? Das weiß ich auch nicht. Sie wissen es nicht. Aber Sie sind krank. Krank? Glauben Sie, ich bin krank? Ich frage Sie. Ich weiß das nicht. Aber Sie sind doch der Arzt. Haben Sie denn Schmerzen? Bis jetzt nicht. Aber vielleicht kommt das noch. Unsinn. Essen Sie normal? Wenig, Herr Doktor. Sehr wenig. Das heißt, Sie haben keinen Appetit. Oh doch. Ich esse zwar wenig, aber das dann mit viel Appetit. Aha. Trinken Sie auch sehr wenig? Nein, Herr Doktor, ich trinke sehr viel. Bier, Limonade und vor allem Wasser. Ich habe immer einen furchtbaren Durst. Interessant. Woher kommt wohl dieser Durst? Na ja, ich schwitze sehr viel. So? Und warum schwitzen Sie so viel? Wissen Sie, ich laufe ständig zum Arzt. Ich verstehe. Wo sind Sie versichert? Versichert? Ich bin nicht versichert. Aha, gut. Ich schicke Ihnen dann die Rechnung. Die Rechnung? Ach so. Sehen Sie, Herr Doktor, jetzt schwitze ich schon wieder. Gehen wir ins Kino? Ich lade dich ein. Ich kann nicht. Ich muss heute Abend arbeiten. Du kannst ja blau machen. Blau machen? Nein, das geht nicht. Und warum denn nicht? Der Alte sieht rot, wenn ich heute blau mache. Der ist mir sowieso nicht grün. Warum nicht? Weil er weiß, dass ich am Wochenende schwarz arbeite. Und warum interessiert ihn das überhaupt? Weil ich dann am Montag total müde zur Arbeit komme. Na und? Ich gehe am Wochenende in die Diskos und komme am Montag auch total müde zur Arbeit. Ist doch dasselbe in grün. Na schön, gehen wir ins Kino. Ich habe gerade noch genug Geld für die Kinokarten. Und was ist mit der U-Bahn? Ich dachte, die Fahrkarten zahlst du. Nein, du hast doch gesagt, du lädst mich ein. Ich habe überhaupt kein Geld. Dann müssen wir eben schwarz fahren. Nein, du, nicht schon wieder. Mir reicht es, dass sie uns letzte Woche erwischt haben. Na und? War doch nicht schlimm. Ja, stimmt. Da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Genau. Warum sollen sie uns heute schon wieder erwischen? Du musst nicht immer so schwarz sehen. Also gut, gehen wir. Meinetwegen soll der Alte sich schwarz ärgern heute Abend. So ist's recht. Kino bringt jedenfalls etwas Farbe in den grauen Alltag. Hallo Anna. Hallo, wie geht's? Ach, ganz gut. Sag mal, hat dich Tobias eigentlich auch eingeladen? Hm.
Weißt du eigentlich, wie alt er wird? Ich denke, 28. Du, wir sollten doch einen Salat mitbringen. Was für einen machst du denn? Ich weiß auch noch nicht. Vielleicht einen Gurkensalat mit einer Sahnesoße. Ach, dann mache ich einen Tomatensalat. Sag mal, was für ein Geschenk hast du besorgt? Eine CD von Badesalz. Die hat er sich gewünscht. Ach, mir fällt im Moment gar nichts ein. Vielleicht schenke ich ihm ein Buch. Was für Bücher liest er wohl gern? Ich glaube, er mag englische Krimis. Super, da schaue ich mal in der Buchhandlung. Ich freue mich riesig auf die Fete. Ich habe schon ewig nicht mehr getanzt. Weißt du eigentlich, ob Nikos auch kommt? Keine Ahnung. Aber wie ich den kenne, lässt er sich das nicht entgehen. Na, wie war dein Kurs? Hat's was gebracht? Du, das war toll. Die Referentin ist wirklich super. Ja, und? Habt ihr schon was Wichtiges gelernt? Das Allerwichtigste. Gleich am Anfang. Egal was kommt, immer cool bleiben. Nie aufregen, nie hineinsteigern. Wer schreit, der hat schon verloren, hat sie gesagt. Das ist Armin, das spüre ich. Ich gehe schon hin. Naja, das klingt doch ganz gut, oder? Hm, ja, finde ich auch. Was? Was ist los? Und darum rufst du noch einmal an? Zum letzten Mal! Ich bin beim Rhetorikkurs gewesen, beim Rhetorikkurs in der Volkshochschule. Wie oft ist das? 18 Mal insgesamt. Übrigens, in 3 Wochen ist schon unser Festessen. Unser Gala-Dinner, meinst du? Wie viel Geld wollten wir ausgeben? Jeder 100. Macht 300. Sollten wir nicht langsam mal mit der Planung beginnen? Planung? Dieses Wort aus deinem Mund? Sehr witzig. Ach so, da fällt mir noch etwas ein. Es kommen auch 3 Vegetarier. Da muss also unbedingt etwas Vegetarisches dabei sein. Ja, gefüllte Palatschinken vielleicht. Palat was? Palatschinken. Pfannkuchen. Im Prinzip okay. Wieso nur im Prinzip? Wenn wir sie aus Dinkelmehl machen. Charlotte hat doch diese Weizen-Roggen-Allergie. Na schön, machen wir halt Dinkelpfannkuchen. Das würde gehen. Nein, das geht auch nicht. Wieso denn? Was ist denn jetzt daran wieder falsch? Gerd ist nicht einfach nur Vegetarier, er ist Vollvegetarier. Der ist was? Was ist der? Vollvegetarier, kein Fleisch, keine Eier, keine Milchprodukte. Also keine Pfannkuchen. Oh, ich krieg die Krise. Vielleicht sollten wir die Vegetarier am Schluss machen und erst einmal das normale Menü. Steaks und Salat vielleicht? Steaks? Masochist. Wieso denn? Da ist jede Menge Eiweiß drin, plus Vitamine, plus Ballaststoffe. Plus eine stundenlange Diskussion mit Gisela und Peter über Rinderwahnsinn und die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Das hatten wir schon mal. Nein, danke. Dann Huhn. Ich kenne dein super Rezept mit Limonensauce. Würde ich nicht machen. Wegen Renate. Die ist im Hühnerschutz aktiv. Die denkt doch sofort, wir wollen sie provozieren. Was ist mit Fisch? Fisch wäre eine Alternative. Geht auch nicht. Wegen Frieda. Hä? Dem wird schlecht, wenn er ein Wassertier sieht. Seit er diesen Bericht über Maden im Fisch gelesen hat. Ich hab's. Wir machen einen schönen, knusprigen, klassischen Schweinsbraten. Tja, Schweinebraten, Spinner. Lenny ist Jude. Und Anitas neuer Freund ist Moslem. So, Leute, ich mache jetzt noch einen Vorschlag. Einen allerletzten Vorschlag. Wenn der auch nichts ist, dann... Okay, lass hören. Also, pass da mal auf. Wir könnten doch... Das ist Frau Dr. Lehnhardt. Die unterrichtet an der Uni. Ich habe sie in einem Seminar. Guten Tag, Frau Lehnhardt. Guten Tag. Sie sind doch in meinem Seminar am Donnerstag, nicht wahr? Ja, Lisa Becker. Und das ist Benjamin Fischer, ein Freund von mir. Wir kennen uns von der Schule. Hallo. Guten Tag. Ich bin unterwegs zum Stadtpark. Rollo braucht Bewegung und dort kann er frei laufen.
Sie lassen ihn frei laufen? Ich war am Samstag mit Roman im Kino. Aha. Und in welchem Film wart ihr? In einem Actionfilm. Naja, nicht gerade mein Geschmack. Wir waren also im Kino. Während ich noch schnell 2 SMS geschrieben habe, hat Roman die Karten gekauft. Bevor der Film anfing, wollte er dann auch noch Popcorn und Cola kaufen. Das gehört dazu. Ja, aber wir hatten uns sowieso schon verspätet. Während Roman das Popcorn geholt hat, bin ich deshalb schon mal vorgegangen. Und dann? Dann habe ich auf ihn gewartet und schließlich habe ich mir den Film alleine angesehen. Hallo Tom, kommst du heute Nachmittag? Hi Mark. Ach ja, das Kino um 6:30. Ich fürchte, ich kann nicht. Warum nicht? Du hast gesagt, du kommst. Nein, ich muss babysitten. Statt ins Kino zu gehen, willst du babysitten? Außerdem kennst du dich mit kleinen Kindern überhaupt nicht aus. Was hast du an deiner Nase, Ruth? Warum hast du da ein Pflaster? Na, wegen meiner Schwester Sabine. Die mit ihrem Umwelttick. Habt ihr euch gestritten? Nein, ich habe mir die Nase angestoßen. Und was hat das mit dem Umwelttick deiner Schwester zu tun? Hast du Lukas schon gesagt, dass du nach Duisburg ziehst? Ja, natürlich. Und was sagt er? Er ist ziemlich fertig, genauso wie ich. Wir mögen uns wirklich sehr. Stimmt. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach Schluss machen. Das will ich ja auch gar nicht. Ihr passt so gut zueinander. Das Traumpaar, ich weiß. Aber nicht mehr miteinander ins Kino gehen. Nicht mehr miteinander Spaß haben. Nicht mehr miteinander tanzen, kochen, essen. Das wird schwierig. Gestern habe ich ein Video mit einem Radfahrer im Internet gesehen, der ist 100 km/h gefahren. Absoluter Blödsinn. Das Video muss gefälscht sein. Nein, nein. Hinter dem Radfahrer fährt ein Auto und auf der Videoaufnahme sieht man den Tachometer des Autos. Wenn der Tacho 100 km/h zeigt, dann muss der ein Spezialrad haben. Nein, es ist ein ganz normales Fahrrad. Trotzdem, es gibt da einige Tricks. Nehmen Sie doch bitte Platz. Die Wohnung gefällt Ihnen also. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Fragen Sie nur. Man möchte doch schließlich wissen, wer ins Haus kommt. Was sind Sie von Beruf, Frau Reindl? Kellnerin im Hotel 4 Jahreszeiten. Wie viel verdienen Sie monatlich? 1.300 Euro netto im Monat. Und dann kommt natürlich noch das Trinkgeld dazu. Ja, haben Sie Kinder? Ja, eine Tochter. Maya ist jetzt 8, sie geht also schon in die Schule. Aha. Und wie viele Personen wollen einziehen? 2, meine Tochter und ich. Mhm. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin geschieden. Ah, ja. Für 3 wäre die Wohnung ja auch etwas klein. Haben Sie Haustiere? Ja, eine Katze, aber die ist sehr ruhig und sauber. Ja, ja. Spielen Sie ein Musikinstrument? Ja, ein bisschen Klavier. Aber das ist kein Problem, dafür habe ich sowieso kaum Zeit. Und wenn, dann halte ich mich natürlich an die Ruhezeiten. Willst du nicht doch den RX30 nehmen? Wenn er leichter ist, ist das vielleicht schon ein Vorteil. Nein, ich will den Computer, den ich reserviert habe. Es tut mir wirklich leid, das Modell im Schaufenster hat mein Kollege gerade verkauft. Sie haben meinen Laptop verkauft? Das dürfen Sie nicht, der ist für mich reserviert. Das hat der Kollege ja nicht wissen können. Die Kunden sind schon an der Kasse dort drüben. Sind wir hier wirklich richtig, Nico? Vielleicht sollten wir umdrehen? Ja, wir können doch hier unmöglich umdrehen. Ach, solange wir hier den Fluss entlang fahren, kann nichts schiefgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Ich glaube, wir sind falsch.
Wir hätten doch die Straße zur Brücke nehmen sollen. Hier ist es ja menschenleer, fast unheimlich. Was ist jetzt los? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben eine Panne. Guten Tag, Herr Foski. Tag, Frau Neff. Um Gottes Willen, wie sehen Sie denn aus? Die roten Flecken überall. Ist das ansteckend? Nein, nein, keine Angst, Frau Neff. Das ist nur eine Allergie. Eine Allergie? Ja, das habe ich manchmal. Und wie bekommt man sowas? Tja, da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht habe ich was Falsches gegessen. Vielleicht ist es das Waschmittel. Vielleicht ist die Katze von Müllers dran schuld. Wer weiß. Ja, und da gehen Sie arbeiten? Sie sind doch krank. Sie sollten besser zu Hause bleiben. Warum? Ich kann arbeiten. Ich sehe nur krank aus, aber ich fühle mich fit. Ich habe kein Fieber, keine Schmerzen, nichts. Und wie geht das wieder weg? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich bin halt vorsichtig beim Essen, gehe der Katze aus dem Weg und warte drauf, dass es besser wird. Ja, aber das geht doch so nicht. Vielleicht ist es ja doch was Gefährliches. Sie sollten unbedingt heute noch zum Arzt gehen, Herr Foski. Ja, ja, Frau Neff. Sie haben immer die besten Ratschläge. Einen schönen Tag noch. Ja, also sowas. Ich hab's doch nur gut gemeint. Hohr und Partner Immobilien Behrens, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Sundermann. Ich interessiere mich für die Dreizimmerwohnung im Westend. Ist die noch frei? Ja, aber es haben schon einige Interessenten angerufen. Ich würde mir die Wohnung am liebsten heute noch anschauen. Geht das? Ja, so um 18 Uhr. Nein, ich habe bis circa 19 Uhr ein Meeting, auch im Westend. Aber danach kann ich kommen. Wo ist denn die Wohnung? In der Eppsteiner Straße. Ach, das ist ja fantastisch. Das schaffe ich in 10 Minuten, also sagen wir 19.10 Uhr in der Eppsteiner. Gut, es ist die Hausnummer 23. Klingeln Sie einfach im ersten Stock, ich bin schon oben. Es kommen vorher noch einige andere Interessenten. Ja gut. Ist das eigentlich ein Altbau oder ein Neubau? Altbau mit Stuck und alles top in Schuss. Ah ja. Dann bis heute Abend. Wiederhören. Auf Wiederhören. Wie war das doch gleich? Zuerst die Butter in die Pfanne geben, dann den Fisch in die Pfanne legen? Lisa, die Kartoffeln. Ach ja, den Topf mit den Kartoffeln muss sie noch auf den Herd stellen. Das hat sie fast vergessen. Vor einer halben Stunde hat Jamie Oliver das Rezept vorgekocht. Da war noch alles klar. Jetzt muss Lisa das Rezept nachkochen. Und das ist gar nicht so einfach. Eine halbe Stunde später ist sie fertig. Jamie Oliver probiert ihren Fisch. Das schmeckt nicht schlecht, Lisa. Du hast es geschafft. Lisa ist glücklich. Es hat geklappt. Sie darf jetzt 9 Monate lang in einem Kochcollege in London eine Ausbildung machen und dann in Jamie Olivers Restaurant 15 arbeiten. Nur 15 von 300 Jugendlichen haben die Tests geschafft. Alle Jugendlichen waren arbeitslos. Die meisten hatten auch Probleme zu Hause und in der Schule. Jamie Olivers Projekt gibt ihnen eine neue Chance. 9 Monate lang müssen die Jugendlichen jeden Tag ins College gehen. Zuerst die Theorie, dann die Praxis. Gemüse putzen, Zwiebeln schneiden, Fleisch braten, Torten backen. Aber das Wichtigste ist, sie müssen pünktlich sein, gut zuhören und konzentriert arbeiten. Das ist nicht für alle einfach. Einige Jugendliche kommen nicht pünktlich zur Arbeit, manchmal überhaupt nicht. Manchmal ist auch das eigene Temperament ein Problem. Doch Streits mit dem Küchenchef sind gar nicht gut für das Arbeitsklima. Am Ende schaffen nur 4 Jugendliche die Abschlussprüfungen am College. Aber alle nehmen wichtige Erfahrungen mit. Ich habe viel gelernt, meint Ben Arthur. Ich kann jetzt in einem Team arbeiten und ich kann auch Kritik akzeptieren. Und Michelle meint, ich weiß jetzt, Pünktlichkeit ist ganz wichtig. Aber pünktlich sein ist immer noch schwer für mich. Auch wenn einige es dieses Mal noch nicht geschafft haben. Sie bekommen noch eine Chance. Im nächsten Jahr.
Hallo, Sophie. Schon lange nicht gesehen. Wie geht's denn so? Nicht schlecht. Und wie läuft's bei dir? Naja, könnte besser gehen. Mein Praktikum ist vorbei und jetzt muss ich mit der Jobsuche beginnen. An das Nichtstun will ich mich gar nicht erst gewöhnen. Apropos Nichtstun. Wie geht's Markus, dem Faulenzer? Ich habe schon lange nichts von ihm gehört. Was ist für dich in einem Film wichtig, Vincent? Was für mich in einem Film wichtig ist? Ich denke, die Handlung muss gut sein. Ja, der Film muss eine gute Geschichte erzählen. Ich brauche keine Special Effects, keine Trickaufnahmen und keine Stunts. Wichtig für mich sind gute Schauspieler. Sie müssen keine berühmten Namen haben, sie müssen nur gut spielen können. Aber am allerwichtigsten ist die Geschichte. Ich mag es, wenn Filme Geschichten erzählen. Das können ganz reale Geschichten sein. Gandhi oder Chaplin, das sind für mich gute Filme. Was für Filme magst du, Isabel? Ich mag romantische Filme. Schöne Landschaftsaufnahmen und eine gute Filmmusik sind für mich wichtig. Der Film darf natürlich nicht langweilig sein. Er muss schon eine gute, interessante Geschichte erzählen. Aber es muss ein Film mit Gefühl sein. Ich will fröhlich, traurig oder wütend sein, wenn ich ins Kino gehe. Filme müssen in mir Gefühle wecken. Aber der Film darf nicht traurig enden. Er muss ein gutes Ende haben. Wenn Filme ein trauriges Ende haben, dann geht es mir danach auch nicht gut. Und du, Ben? Was für Filme siehst du gern? Ich gehe nicht oft ins Kino und DVDs sehe ich auch nur selten. Am liebsten mag ich Dokumentarfilme. Die finde ich interessant. Ich brauche keine spannende Handlung und keine interessanten oder weniger interessanten Geschichten. Wenn ich manchmal mit Freunden ins Kino gehe, sehen wir Filme mit tollen Trickaufnahmen an. Viel Action. Das finde ich auch gut. Die Schauspieler sind mir eigentlich egal. Was ist für dich in einem Film wichtig, Anna? Für mich sind die Schauspieler wichtig. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Nicole Kidman oder Cameron Diaz, die möchte ich in einem Film sehen. Ich mag es auch, wenn es viel Action und gute Trickaufnahmen gibt. Titanic ist mein Lieblingsfilm. Da passt für mich einfach alles. Außerdem sehe ich gerne James-Bond-Filme. Wer mein Lieblings-James-Bond ist? Natürlich Pierce Brosnan. Der sieht doch wirklich toll aus, oder? Den würde ich gerne kennenlernen. Hallo Eva. Sehen wir uns am Wochenende im Schwimmbad? Ich kann nicht, Jan. Meine Schwester heiratet. Wirklich? Das gibt's nicht. Wen denn? Erinnerst du dich noch an Klaus? Warte mal. Klaus. Ist das der Junge, mit dem deine Schwester in der Schulband gespielt hat? Ja, genau der. Der große, schlanke. Klaus war niemals groß und schlank. Er ist kleiner als ich und ziemlich kräftig. Klaus. Das war schon der Junge mit der Gitarre, oder? Der Blonde mit den blauen Augen. Stimmt, Klaus spielt Gitarre, aber er hat dunkle Haare und braune Augen. Aber damals war er sicher blond. Seit wann sind die beiden denn schon zusammen? Noch nicht so lange. Es hat einige Zeit gedauert, bis sie sich näher gekommen sind. Klaus ist ein bisschen schüchtern. Wirklich? Vielleicht ist das dann doch nicht der Klaus, den ich meine. Ich habe da nämlich ganz andere Geschichten gehört. Klaus hat einige Mädchen zum Weinen gebracht. Wie meinst du das? Schüchtern ist der auf keinen Fall. Treu auch nicht. Eher egoistisch und rücksichtslos. Habe ich gehört. Egoistisch und rücksichtslos? Das ist sicher nicht der Klaus, den meine Schwester am Wochenende heiratet. Du musst dich irren. Warte, vielleicht habe ich sogar noch ein Foto von der Band. Mir hat damals der Schlagzeuger so gut gefallen. Ja, da ist es. Genau,
Da ist er. Der Typ, neben dem deine Schwester steht und singt, das ist Klaus. Jetzt ist alles klar. Das ist Hannes. Der spielt auch Gitarre, aber Leadgitarre. Klaus hat damals Bassgitarre gespielt. Er ist der Junge, der ganz hinten neben dem Schlagzeuger steht. Ach, das ist Klaus. Auf dem Foto kann man ihn gar nicht richtig erkennen. Bist du sicher, dass er damals nicht blond war? Jetzt hör schon auf. Wenn das morgen nach der Schule wieder so läuft, sag ich Klaus und seiner Bande meine Meinung. Das vergisst gleich wieder. Die lachen dich nur aus. Ist mir egal. Wenigstens spürt Fabian, dass ich auf seiner Seite bin. Das hilft ihm sicher. Aber Fabian ist doch total unbeliebt. Ein richtiger Außenseiter. Wenn du dem hilfst, bist du bei den anderen unten durch. Naja, ganz so schlimm ist es auch wieder nicht. Natürlich hat es in letzter Zeit ein paar Überstunden gegeben. Okay, ein paar Nachtschichten waren auch dabei. Aber lieber so als anders. Das meinen Sie als Betriebsrat doch auch, oder? Da sind wir uns einig, Herr Haselberger. Aber dauernd mehr Arbeit darf eben nicht mehr Arbeit heißen, sondern muss heißen mehr Leute. Das ist die Regel. Aber, Herr Kissel, am 1. September treten doch zwei neue Leute den Dienst in der Fertigung an. Für unser Projekt ist das natürlich viel zu spät. Moment mal, Herr Seeger, die neuen Leute? Die ersetzen doch nur die beiden, die im Februar aus Altersgründen ausgeschieden sind. Im Februar, meine Herren, im Februar! Also gut, dann können wir den Japan-Auftrag eben nicht termingemäß liefern. Wollen Sie das wirklich? Lieber Herr Seeger, ich will, dass wir pünktlich liefern und außerdem will ich, dass wir die Gesetze einhalten. Aber was ich überhaupt nicht will, das ist, dass man mir die Pistole auf die Brust setzt. Aber Herr Kissel, wer redet denn davon? Ich finde, Sie haben ganz recht. Wir brauchen in der Fertigung noch mindestens zwei Leute und die werde ich bei Herrn Haselberger beantragen. Ist das ein Wort? Ja, das ist ein Wort. Aber eine Tat wäre mir lieber. Herr Kissel, Sie wissen doch auch, dass diesmal alles zusammenkam. Ein weiterer sehr eiliger Großauftrag. Zwei Ausfälle durch Krankheit, heute Morgen noch ein Arbeitsunfall. Und dann, es ist Sommerzeit. Urlaubszeit. Und die automatische Fräse ist kaputt. Also die Fräse sollten wir jetzt mal vergessen. Die wäre ja ein Grund dafür, dass die Überstunden unnötig sind. Wenn die Maschinen kaputt sind, dann können die Leute auch keine Überstunden machen. Aber ich nehme mal Ihr Wort von eben auf, Herr Seeger. Sie machen bitte einen Antrag an Herrn Haselberger, dass noch zwei Leute eingestellt werden, und ich empfehle dem Betriebsrat am Freitag, dass wir den Überstunden zustimmen. Wirklich schade, dass Herr Wiest heute verhindert ist. Er ist schließlich der Betriebsratsvorsitzende. Aber egal, auch Herr Wiest ist nur ein Mitglied des Betriebsrats, genau wie ich. Wir sind 15 Leute, das wissen Sie ja. Also hoffentlich reißen mir die Kollegen den Kopf nicht ab, wenn ich am Freitag mit Überstunden komme. Am Freitag? Aber Montag soll es doch schon losgehen. Naja, ich hoffe, das klappt. Versprechen kann ich natürlich nichts. Aber ich denke, in dem Punkt sind wir uns einig. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen mehr Leute. Sonst geht das immer so weiter. Ruländer? Guten Tag, Herr Ruländer. Mein Name ist Calderazzo. Ich habe Ihre Annonce in der Zeitung gelesen und ich interessiere mich für das Reihenhaus. Ist das schon weg? Nein, aber Sie sind nicht der erste Anrufer. Ich habe mich noch nicht entschieden. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Angestellter bei der Lufthansa und meine Frau arbeitet bei... Sie sind aber nicht aus Deutschland, oder? Nein, ich komme aus Italien, aus Rom. Aber ich bin schon 11 Jahre hier. Ich fühle mich schon fast wie ein Deutscher und meine Frau ist Deutsche. Haben Sie Kinder oder Haustiere? Wir haben eine Tochter. Vera ist 2. Aber wir haben keine Haustiere. Wir sind ruhige, problemlose Mieter. Ah ja. Ja, können wir uns das Haus ansehen? Ja, heute Abend um 7:30. Gut. Wenn Sie mir dann bitte noch die Adresse geben? Ebersheimer Straße 17. Ah, das ist ja ganz in der Nähe vom Hessischen Rundfunk. Ja, genau. Kennen Sie sich hier aus? Ja, ich habe mal im Marbachweg gewohnt, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Ja, hallo, hier ist Alisa. Hey, Mick. Du, warte mal kurz.
So, jetzt. Na, was läuft so? Was läuft? Hast du meine E-Mail nicht bekommen? Nö, ich war noch nicht online. Was ist denn? Gestern war doch der 15. Oktober. Der 15. Oktober? Na und? Weißt du es denn nicht mehr? 15. Oktober. Na? Isabellas Abschlussprüfung. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Wie war's denn? Hat sie ihr Examen bestanden? Ja, mit einer 2. Wow. Ist das nicht toll? Ja, super. Du, das müssen wir unbedingt feiern. Ja, wir machen heute Abend eine Überraschungsparty für Isabella. Bei mir zu Hause. Heute Abend? Du kommst doch, oder? Nein, das geht leider nicht. Was? Warum denn nicht? Ich hab schon eine Einladung für heute Abend. Oh, das ist aber schade. Ja, finde ich auch. Ich würde so gern mitfeiern. Kannst du nicht danach noch kommen? Wir feiern sicher bis spät in die Nacht. Danach? Ach, komm doch. Wir würden uns alle so freuen. Okay, ich versuch's. Super, also dann, bis später. Bis später. Tschüss. Yvonne ist seit 2 Wochen Vegetarierin. Ja und? Naja, deswegen hat es auf der Party nur vegetarisches Essen gegeben. Keine Wurst, kein Speck, kein Fleisch, nicht einmal Geflügelsalat. Nur kalte Suppen, Sojaburger und dann natürlich Gemüse in allen Variationen. Wenn ich das gewusst hätte. Ich hatte gedacht, es wird eine Grillparty. Wenn du nur wegen des Essens auf Partys gehst, ist das wohl dein Problem. Ich mag dieses ganze Grünzeug halt nicht. Eigentlich wollte ich Sanja treffen. Schau mal hier, Frauenstil hat so einen Artikel über berühmte Paare. Oh, nicht schon wieder. Naja, egal. Zeig mal her, vielleicht kennt man ja jemanden. Na, die ganz oben links ist ja wohl jedem bekannt, oder? Ach, klar doch, Steffi Graf. Die hat 22 Grand Slam Turniere gewonnen und war, glaube ich zumindest, insgesamt fast 380 Wochen die Tennisnummer 1. Mein Gott, was du alles weißt. Ich weiß nur, dass die ziemlich gut Tennis spielt und noch immer mit dem Agassi zusammen ist. Der Typ ganz außen rechts unter Goethe. Wo jetzt? Schau mal, ganz rechts oben ist Goethe und dann direkt drunter. Ja, Andre Agassi hat 8 Grand Slam Turniere gewonnen und über... Oh, verschone mich mit diesen ganzen Tennis-Details. Kommen wir zu Goethe. Na, der hatte doch viele Liebschaften. Mag sein. Aber mit der da links, unter Steffi Graf, war er fast 20 Jahre ohne Trauschein, also in wilder Ehe zusammen. Das war Christiane Vulpius. Naja, und dann hat er sie doch irgendwann geheiratet. Bevor du jetzt aus dem Faust zitierst oder Goethe-Gedichte zum Besten gibst, schau lieber mal da. Die Frau ganz unten links. Ach, Sissi. Nicht Sissi. Romy Schneider natürlich. Weiß doch jeder, dass sie nicht nur die Sissi gespielt hat. Und mit wem war die zusammen? Hat die nicht in Frankreich gelebt? Ja, keine Ahnung, mit wem die zusammen war. Mit Alain Delon. Das ist der ganz unten in der Mitte. Nett schaut der aus, nicht? Muss man ja auch als französischer Schauspieler und Frauenheld. Tja, und der hatte dann auch ziemlich schnell eine andere. Und Romy? Ich will's gar nicht so genau wissen. Tragisch. Sie wollte sich doch tatsächlich... Schau lieber mal hier, rechts neben Delon. Das ist doch die Klum. Vierfache Mutter und trotzdem Supermodel. Wie die das wohl macht? War ja klar, dass die sich nicht irgendjemanden geangelt hat, sondern Seel. Bitte wer? Na, der Typ rechts neben Steffi Graf. Nie gesehen. Was macht er so? Musik, Mensch. Von welchem Stern bist du denn? Killer und crazy kennt doch jeder. Na, dann kennst du ja bestimmt auch die Frau rechts neben... Wie hieß er gleich nochmal? Seal. Genau. Rechts neben Herrn Seal. Na, du Musikgenie? Das ist Clara Schumann. Jetzt bist du baff, wa? Muss ich zugeben. Du bist doch sonst nicht so für klassische Musik zu haben. Ja, aber ich erinnere mich an die 100-Mark-Scheine. Da war sie drauf. Stimmt. Und ihr Mann, Robert Schumann, ganz unten rechts, war ja auch Komponist, Pianist und... Bleibt ja nur noch ein Paar. Kennst du die? Na, Erika Mann.
Die zwischen Romy Schneider und Alain Delon, die kenne ich schon. Das ist die berühmte Tochter von dem noch berühmteren Schriftsteller Thomas Mann. Sie war Schauspielerin, Kabarettistin und Schriftstellerin. Und die war mit der da neben der Schumann zusammen? Die kenne ich auch nicht. Da muss ich nachschauen. Warte mal. Ja, genau, das ist sie. Annemarie Schwarzenbach. Geboren 1908 in Zürich, als Tochter einer millionenschweren industriellen Familie, hat in Frankreich und der Schweiz Geschichte studiert. Seit 1930 verband sie eine Freundschaft zu Klaus und Erika Mann. Naja, mit Erika verbanden sie 12 Jahre lang meist unerfüllte Gefühle der Liebe. Dass du mal was nicht weißt. Hier, das wird dich interessieren. Hör mal, Thomas Mann selber war überhaupt nicht... Was hast du da am Finger, Tim? Ach, das ist bei unserer Pizzaparty passiert. Bei eurer Pizzaparty? Erzähl. Naja, wir haben alle gemeinsam Pizza gebacken. Ich sollte die Gemüsepizza machen. Mit Tomaten, Champignons, Spinat. Ja und? Ich hatte also mein Messer und habe Gemüse geschnitten. Und dann ist Sophie in die Küche gekommen. Hat sie dir geholfen? Nein, sie hat mir etwas erzählt. Ich habe weiter mein Gemüse geschnitten, habe aber nicht aufgepasst. Und plötzlich hat ein Teil von meinem Finger gefehlt. Was? Du hast dir einen Teil von deinem Finger abgeschnitten? Ja, es hat schlimm ausgesehen. Alles war rot und es hat ganz stark geblutet. Und dann? Wir haben den Teil von meinem Finger gesucht und auch gefunden. Sophie hat einen Verband gemacht und dann sind wir ganz schnell ins Krankenhaus gefahren. Oh nein! Hör mal, ich habe Sabine getroffen. Sie plant eine Radtour und fragt, ob wir mitkommen wollen. Oh, prima. Natürlich komme ich mit. Wann soll es denn losgehen? Samstagmorgen. Und, hat sie schon eine Idee, wohin wir fahren? Das hat sie nicht verraten. Es soll eine Überraschung sein. Aha. Hat sie denn wenigstens gesagt, wann wir wieder zurückkommen? Ja, am Sonntagabend. Was? Dann müssen wir ja übernachten. Meinst du, dass wir in ein Hotel gehen? Nein. Wir sollen ein Zelt und unsere Schlafsäcke mitnehmen. Oh, das wird bestimmt lustig. Weißt du denn, ob noch jemand mitkommt? Keine Ahnung. Das hat sie nicht gesagt. Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Nach 3 Stunden mit dem Zug kommen Sebastian und ich endlich in Graz an. Und weil wir so lange gesessen haben, ist ein Spaziergang genau das Richtige. Vom Hauptbahnhof gehen wir immer geradeaus die Keplerstraße entlang bis zum Fluss und dann über die Keplerbrücke. Hinter der Brücke biegen wir rechts in den Kaiser-Franz-Josef-Kai ein. Vor uns liegt der Schlossberg und der ist so hoch, dass wir uns plötzlich ganz müde fühlen. Aber wir möchten gern rauf. Gott sei Dank gibt es die Schlossbergbahn, mit der kommen wir ganz ohne Anstrengung nach oben. Von hier hat man einen super Blick über die Dächer von Graz. Und hier steht auch das Wahrzeichen der Stadt, der Uhrturm von 1712. Der Uhrmacher hat den Stundenzeiger und den Minutenzeiger vertauscht. Ich glaube, er hat das getan, damit die Touristen ihre Züge verpassen und länger in Graz bleiben. Wir gehen weiter, den Kriegssteig hinunter und über den Schlossbergplatz bis zur Sackstraße. Hier kann man Antiquitäten kaufen. Schade, das alte Bild mit dem dicken Goldrand ist zu schwer zum Tragen. Wir kommen zum Hauptplatz, dem Zentrum von Graz. Sebastian bewundert die alten Häuser und ich finde es toll, dass hier keine Autos fahren. Wir gehen weiter geradeaus durch die Herrengasse. Hier würde ich gern länger bleiben, denn hier sind jede Menge Geschäfte. Sebastian findet Geschäfte aber langweilig. Er will weiter. Das Rathaus finden wir schnell, aber wo ist der Landhaushof? Entschuldigung, können Sie uns sagen, wo der Landhaushof ist? Peinlich, so als Touristen aufzufallen. Aber wir haben Glück, die Graz-Information ist gleich hier an der Ecke. Und das Schönste, wir sind schon im Landhaus. In den Innenhof kommt man heute allerdings nur von der Schmiedgasse aus. Der Eingang von der Herrengasse aus ist gesperrt. Also, links in die Landhausgasse, erste wieder links, das ist die Schmiedgasse, und schon sind wir im Landhaushof.
schnell ein Foto gemacht und weiter geht's die Schmiedgasse runter, links in die Hans-Sachs-Gasse, einmal um die Stadtpfarrkirche herum, am Tummelplatz vorbei und dann links in die Bürgergasse zum Grazer Dom. An der Domfassade finden wir einen weisen Spruch: Nicht mein Wille, der deine geschehe. Ich folge also Sebastian weiter, obwohl mir langsam die Füße wehtun. Sebastian will nämlich unbedingt noch zur Oper. Wir gehen die Burggasse entlang bis zur großen Kreuzung, überqueren den Opernring und sind am Ziel. Im Operncafé können wir uns endlich ausruhen und uns mit Kaffee und Kuchen stärken. Ach ja, ich habe monatelang hier in Berlin ein Zimmer in einer WG gesucht. Ich hatte mir schon mindestens 20 Zimmer angeschaut, aber ohne Erfolg. Es war wirklich hoffnungslos. Als ich eines Tages mal wieder mit der U-Bahn fuhr, fand ich auf dem Platz neben mir eine Zeitung mit Wohnungsanzeigen. Die habe ich mir angeschaut. Da lächelt mich eine sympathische junge Frau an und fragte mich, ob ich ein Zimmer suche. Sie erzählte mir, dass in ihrer WG ein Zimmer frei ist. Ich habe das Zimmer gleich besichtigt und jetzt wohne ich schon ein halbes Jahr dort. Mein Zimmer ist total schön und meine Mitbewohnerin und ich verstehen uns super. Mein schönster Glücksmoment war im letzten Urlaub. Wir wollten am Meer campen und weil es keinen Campingplatz in der Nähe gab, haben wir einfach an einem einsamen Strand geschlafen. Das Zelt haben wir gar nicht aufgebaut. In der Nacht konnte ich den Sternenhimmel sehen und das Rauschen vom Meer hören. Am Morgen wurden wir von der Sonne geweckt. Das war wunderschön. Ich arbeite in einem Supermarkt. Die meisten von unseren Kunden sind sehr nett, sie grüßen und sind höflich. Eine hübsche junge Frau fand ich aber immer besonders sympathisch. An einem Samstagabend, kurz vor Ladenschluss, stand sie mal wieder bei mir an der Kasse. Nachdem ich schon alles in die Kasse getippt hatte, bemerkte sie, dass sie ihre Geldbörse vergessen hatte. Die Situation war ihr ziemlich unangenehm. Da habe ich ihr angeboten, ihren Einkauf von meinem eigenen Geld zu zahlen. Sie sollte mir das Geld dann am Montag bringen. Aus irgendeinem Grund habe ich ihr vertraut. Und tatsächlich brachte sie mir das Geld gleich am nächsten Montag. Sie hat mich dann zum Essen eingeladen. Und heute sind wir ein Paar. Also, ich bin Fußballfan und Glück, das ist für mich, wenn Borussia Dortmund gewinnt. Ich schaue mir die Spiele meistens in einer Kneipe an. Das ist lustiger, als alleine zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen. Und wenn Dortmund gewinnt, dann feiern alle zusammen auf der Straße. So wie letztes Jahr, als Borussia deutscher Meister geworden ist. Wir haben die ganze Nacht gefeiert. Das war toll. Und hier ist schon unser erster Anrufer aus Thüringen. Herr Wenzel, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also, ich mache gerade ein Praktikum und es ist nicht das erste nach meinem Architekturstudium. Leider habe ich nicht besonders gute Erfahrungen gesammelt. Die Aufgaben sind zwar oft interessant und ich habe auch viel gelernt, aber die Stellen sind einfach zu schlecht bezahlt. Da bleibt netto kaum etwas übrig. Und warum machen Sie dann trotzdem noch ein Praktikum? Es gibt zurzeit einfach zu wenig feste Stellen. Ich hoffe natürlich jedes Mal, dass ich nach dem Praktikum eine feste Stelle bekomme. Bisher hat das leider nicht geklappt. Aber vielleicht klappt es ja dieses Mal. Da drücke ich Ihnen die Daumen. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Wenzel. Und nun haben wir Herrn Kräft aus Kiel in der Leitung. Herr Kräft, haben Sie auch so schlechte Praktikumserfahrungen gemacht? Nein. Überhaupt nicht. Als ich noch an der Uni war, habe ich manchmal sogar zwei Praktika in den Semesterferien gemacht. Die waren nicht so gut bezahlt, aber ich war mit den meisten zufrieden, weil ich viele Erfahrungen sammeln konnte und an interessanten Projekten gearbeitet habe. Am besten hat mir mein Auslandspraktikum gefallen.
Und haben Sie auch nach der Universität noch Praktika gemacht? Nein. Nach der Uni habe ich sofort einen festen Job bekommen. Ich bin Ingenieur. Da gibt es viele freie Stellen. Okay. Dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf, Herr Kräft. Gibt es da keine Lösung? Mal sehen. Wir sprechen mal mit dem Vorarbeiter. Herr Scheurer, hätten Sie mal einen Moment Zeit? Ja, Herr Baumert, was gibt's? Altmann vom Auftragsbüro schickt gerade einen Mann vorbei. Er braucht heute noch 500 Stanzteile. Sonst geht es in der Montage nicht weiter. Sie kennen das ja. Darf ich mal sehen? Die 300KN-Presse wäre frei, aber die kommt dafür nicht in Frage. Die 400 und die 500KN-Presse sind belegt. Aber die 630 wird heute Nachmittag frei. Die könnten wir nehmen. Dann hätten wir also die Teile morgen früh in der Montage? Ich denke schon. Das dürfte noch reichen. Herr Scheurer, ist das Werkzeug da? Ist es in Ordnung? Da schaue ich gleich mal nach. Darum kümmere ich mich. Und ich sorge dafür, dass wir das Material bis heute Nachmittag an der Maschine haben. Dann können Sie also Herrn Altmann sagen, dass wir die Sache in die Wege leiten. Er soll uns aber umgehend einen schriftlichen Auftrag erteilen. Machen wir. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Dann kommen wir zu Frau Vogel aus Bielefeld. Hallo, Frau Vogel. Hallo. Also, ich habe in meiner Schulzeit zwei Schülerpraktika gemacht. Die haben mir super gefallen. Und woran lag das? Ich bin nicht gern zur Schule gegangen und habe mich gefreut, dass ich endlich mal praktisch arbeiten konnte. Ich habe natürlich kein Geld verdient, aber das zweite Praktikum habe ich bei einem Fotografen gemacht. Das war großartig. Ohne das Praktikum hätte ich meinen Traumberuf sicherlich nicht gefunden. Na, dann war das Praktikum ja auf jeden Fall eine gute Idee. Vielen Dank, Frau Vogel. Hallo und guten Tag bei Zur Sache, unserem Radiomagazin für junge Hörer. In unserer Sendung sprechen wir heute mit Frau Dr. Liebig über das Thema Taschengeld. Frau Dr. Liebig ist Psychologin am Institut für Jugendforschung. Frau Dr. Liebig, bekommen Jugendliche in Deutschland zu viel Taschengeld? Nein, ich glaube nicht. Aber natürlich geht es den Jugendlichen in Deutschland gut. Deutschland ist ein reiches Land. Die meisten Jugendlichen auf der Welt bekommen überhaupt kein Taschengeld. Wie viel Taschengeld bekommen Jugendliche in Deutschland? Das ist ganz verschieden. Auch hier in Deutschland bekommt ein Viertel der Jugendlichen kein Taschengeld. Manche Eltern verdienen viel Geld, da bekommen dann auch die Kinder mehr Taschengeld. Aber man kann sagen, 15 bis 20 Euro im Monat, das ist normal für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Ja? Welche Unterschiede gibt es da? Naja, Jungen bekommen mehr Geld als Mädchen. Das zeigen alle unsere Fakten. Und das ist ja auch später im Beruf so. Ja, auch später im Beruf verdienen Männer mehr als Frauen. Das ist heute leider immer noch so. Warum bekommen Jugendliche eigentlich Taschengeld? Ja, Geld richtig ausgeben ist nicht einfach. Wir alle müssen das lernen. Eltern geben ihren Kindern Taschengeld und hoffen dann, ihre Kinder können so das Geld ausgeben lernen. Was kaufen Jugendliche von ihrem Taschengeld? Meistens Süßigkeiten, Spiele, Comics und Bücher. Jugendliche sind deshalb auch für die Wirtschaft sehr wichtig. Aha. Müssen sie auch Kleider und Schulsachen von ihrem Taschengeld kaufen? Nein, das kaufen meistens die Eltern. Wir am Institut finden das auch gut so. Das Taschengeld ist ganz allein für die Jugendlichen da. Vielen Dank für Ihre ersten Informationen. Ihr habt sicher noch Fragen an Frau Dr. Liebig. Ruft einfach an. Unsere Telefonnummer ist 33 18 17 12. Ich war wirklich erschrocken. Martin hat am Boden gesessen und keine Luft bekommen. Er hatte irgendetwas geschluckt. Hast du einen Krankenwagen gerufen? Ja, natürlich. Er ist sofort ins Krankenhaus gebracht worden. Ich bin mitgefahren.
Und im Krankenhaus? Dort ist er sofort untersucht worden. Zuerst haben sie gemeint, sie müssen ihn vielleicht operieren. Und? Ist er operiert worden? Nein, das war dann doch nicht nötig. Der Spielstein, den er geschluckt hat, der ist auf ganz natürlichem Weg wieder aufgetaucht. Hallo, Berger? Hallo, ich bin's, Alex. Ich wollte nur sagen, dass wir gestern gut angekommen sind. Fein. Seid ihr wirklich mit dem Pferdewagen vom Bahnhof abgeholt worden? Ja, von Mark. Er organisiert das Lager. Er ist wirklich total in Ordnung. Aber wir sind dann nicht ins Gästeheim, sondern sofort an den Kornsee gebracht worden. Wo habt ihr denn dort geschlafen? In 3-Mann-Zelten. Aber es war furchtbar eng. Warum denn das? Wir sollten 8 Zelte haben, es sind aber nur 5 eingepackt worden. Die anderen waren noch bei der Reparatur. Mark war ziemlich wütend. Das heißt, ihr wart zu 5 in einem Zelt für 3? Ja. Aber heute sind die anderen Zelte gebracht worden. Jetzt haben wir genug Platz. Das ist gut. Hast du sonst alles, was du brauchst? Ja, alles in bester Ordnung. Ich muss jetzt leider Schluss machen, die anderen warten. Na, dann noch eine schöne Woche. Danke. Tschüss. Tschüss. Und? Wie war's gestern Abend? Meinst du das Abendessen? Ja, in diesem teuren Restaurant, mit Georg und Christian. Warum seid ihr eigentlich von den beiden eingeladen worden? Na, weil sie ihre Wette verloren haben. Die haben wirklich gedacht, sie können gegen uns gewinnen. Im Tischtennis. Und das Restaurant? Das war ganz witzig. Zuerst mussten wir am Eingang warten. Der Tisch war noch nicht frei. Aber da ist dann schon eine kleine Vorspeise serviert worden. Die haben wir im Stehen gegessen. Wie im Fastfood-Restaurant. Und das Essen? Das war wirklich toll. Aber dann ist die Rechnung gebracht worden. Ja, und? Stell dir vor, Georg und Christian hatten viel zu wenig Geld dabei. Die Diskussionen mit dem Kellner waren ziemlich peinlich, das kannst du mir glauben. Georg musste seinen Ausweis dort lassen. Ich hoffe, er hat die Rechnung inzwischen bezahlt. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Frage. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es hier in der Stadt? Besuchen Sie auf jeden Fall den Dom und das Dommuseum. Können Sie mir vielleicht den Weg erklären? Ja, gerne. Den Dom finden Sie ganz leicht. Es sind nur 50 Meter von hier, immer geradeaus. Danke. Und das Museum? Da nehmen Sie nach dem Dom die erste Straße links.
Also ich ärgere mich immer über die Straßenmusikanten. Warum tut man nichts gegen diese laute Musik? Ich finde, man sollte das ganz verbieten. Die Straße ist doch kein Konzertsaal. Straßenmusik? Darüber rege ich mich nicht auf. Die Musik in den Kaufhäusern ist doch genauso laut. Die müsste man dann auch verbieten. Meinen Sie nicht? Ich bin eigentlich für Straßenmusik. Es wäre traurig, wenn die Leute nur zum Arbeiten oder zum Einkaufen in die Stadt kommen würden. Aber ich kann die Geschäftsleute auch verstehen. Genau. Wenn ich ein Geschäft hätte, würde ich mich auch über die Musiker beschweren. Oft spielen sie direkt vor den Ein- und Ausgängen und stören den Geschäftsverkehr. Die könnten doch auch woanders spielen. Mich stören die Straßenmusikanten eigentlich nur am Wochenende. Freitags und samstags ist es sowieso immer viel zu voll in der Fußgängerzone. Was heißt hier überhaupt Straßenmusikanten? Die meisten können gar nicht richtig Musik machen. Wenn die Qualität besser wäre, hätte ich nichts gegen Straßenmusik. So, und da haben wir den Udo aus Braunschweig. Stimmt das? Ja, stimmt. Guten Abend. Udo ist mein Name. Also dann mal los, Udo. Was ist Ihr Problem? Ja, das ist so. Ich habe eine Freundin und wir wollten eigentlich bald heiraten, aber jetzt haben wir dauernd Streit. Aha. Sie haben Streit mit Ihrer Freundin. Mhm. Und warum? Ihre Katzen. Wissen Sie, meine Freundin hat 5 Katzen in ihrer Wohnung. 5? Ist das nicht verrückt? 5 sind wirklich ein bisschen viel für eine Wohnung. Und Sie mögen keine Katzen, stimmt's? Doch, doch. Ich würde ja gar nichts sagen, aber meine Freundin behandelt ihre Katzen wie Kinder. Dauernd spielt sie mit den Katzen. Sie bekommen nur das beste Essen. Sie kocht sogar extra für sie. Und nachts schlafen die Katzen in ihrem Bett. Ich finde das wirklich verrückt. Was sagt Ihre Freundin denn dazu? Sie liebt die Katzen. Sie liebt die Katzen mehr als mich. Sie will mich auch jetzt nicht mehr heiraten, weil wir dauernd Streit wegen der Katzen haben. Und Sie? Ich liebe meine Freundin und möchte sie heiraten. Aber ich würde niemals mit 5 Katzen in der Wohnung leben. Auf dem Teppich, auf dem Sofa, im Bett, überall sind Katzenhaare. Und dann sind da noch 5 Katzenklos. Nein, das kann ich wirklich nicht mitmachen. Udo, wollen Sie meinen Rat hören? Ja, bitte. Ihre Freundin hat es ja schon gesagt. Mhm. Die Katzen sind für Sie am wichtigsten. Ja, das stimmt. Es tut mir leid, Udo, aber ich glaube, Sie können mit Ihrer Freundin nicht glücklich werden. Habe ich mir schon fast gedacht, dass Sie das sagen. Ganz ehrlich, Udo, Sie würden sich dauernd streiten. Machen Sie lieber schnell ein Ende und seien Sie nicht traurig. Sicher finden Sie bald ein nettes Mädchen, ohne Haustiere. Tja, also... Hey, Udo, Kopf hoch. Denken Sie noch einmal darüber nach. Vielleicht machen Sie erst einmal ein bisschen Urlaub, da können Sie die Katzen vergessen. Alles klar? Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss, Udo. So, jetzt kommt es drauf an. Noch steht es 1:1. Naja, wir haben uns bei der Ballstaffel wirklich bemüht. Ihr habt ja auch gewonnen, aber wir nicht. Mensch, Lisa, mach dir keine Vorwürfe. Die 8. Klasse war beim Radfahren einfach zu stark. Das ist jetzt auch egal. Ich bin mir sicher, die 4 schaffen das beim Rudern. Liebe Schülerinnen und Schüler, jetzt fällt also die Entscheidung. Die ersten Mannschaften sitzen schon in ihren Booten. Achtung, fertig, los! Steffi! Mensch, die anderen sind schon fast an der Wende. Schneller, Steffi! Die anderen haben schon gewendet und kommen zurück. Und wo sind unsere? Jetzt wenden sie auch. Au, weia. Die anderen sind schon da, die wechseln als Erste. Hey, was ist das? Die sind ja ins Wasser gefallen. Steffi und Erkan sind da. Vorsicht, jetzt nur keinen Fehler machen. Klasse, Rita und Kevin sind schon unterwegs und die anderen sind immer noch nicht im Boot. Rita, Kevin! Sie haben schon gewendet. Sie kommen schon zurück. Sie sind vorne. Wir haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Rita, toll. Was wird das, Daniel? Ziehen wir um? Ja, das war gestern die letzte Probe hier. Wir werden woanders hin müssen. Wer hat das gesagt? Benno. Das gibt's doch nicht. Doch. Aber Bennos Vater hat versprochen, dass er den Raum für uns freihalten wird. Immer dienstags und donnerstags. Kann schon sein, aber jetzt ist alles anders.
In Zukunft wird eine Bauchtanzgruppe hier tanzen. Was nimmst du, Stefan? Weißt du das schon? Nein, das Menü 2 finde ich gut. Rindfleisch mit Zwiebeln. Aber es kostet 10 Euro. Das ist nicht billig. Ich nehme Menü 1. Die Spinatnudeln. Spinat mag ich nicht. Dann nimm doch das Kindermenü. Würstchen mit Pommes und Schokoladeneis. Das ist billig. Kindermenü. Ich habe Hunger. Möchtet ihr bestellen? Ja, Menü 1 bitte. Tagessuppe, Spinatnudeln und Fruchtjoghurt. Gut. Und was möchtest du trinken? Ein Mineralwasser bitte. Und was möchtest du? Das Menü 2. Kann ich das Menü ohne Gemüsesuppe haben? Ist es dann billiger? Ja, dann kostet es 8,50 Euro. Dann einmal das Menü 2 ohne Suppe. Auch ohne Nachspeise? Nein, bitte mit Nachspeise. Den Karottenkuchen muss ich unbedingt probieren. Und was möchtest du trinken? Wasser, ganz normales Wasser. Gut, kommt sofort.